Moin Freunde, willkommen zu einem neuen Livestream Live mit Live, live auf Twitch. Nicht! Heute, willkommen zu einem neuen Video stattdessen auf YouTube. Ich habe jetzt entschlossen, endlich mal ein Projekt durchzuziehen. Und zwar fange ich jetzt erstmal an mit Hell It Loose. Wir machen hier ein kleines Let's Play. Und werden hier auf jeden Fall uns mal hier beziehungsweise den Amazonas erkunden. Ist ein sehr, sehr spannendes Spiel. Das Spiel heißt The Green Hell. Ist super, super cool. Ich habe schon ein bisschen angezockt. Ich habe es damals mit Hansebänger gespielt. Ist ein Survival-Game. Wie schon angesprochen, in den Amazonas. Allerdings scheint das Spiel auch eine richtig coole Story zu haben. Und ich habe auch ganz, ganz kurz ein bisschen reingeguckt. Vielleicht eine halbe Stunde gespielt oder sowas. Ein bisschen bin ich gespoilert, um was es geht. Und es war sehr, sehr interessant. Aber ansonsten weiß ich überhaupt nicht, wie das Spiel geht. Also storytechnisch bin ich hier total blind. Hat viel mit Umweltverschmutzung zu tun, glaube ich. Auf jeden Fall, wo ich mit Hansi gespielt habe, hatten wir da... Ne, egal, ich will euch nicht spoilern, scheiß drauf. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Und laber ich nicht lange rum. Lern das Spiel jetzt einfach so kennen. Und ja, genau. Genau, ich bin einmal ganz kurz, reingeschaut. Achso, was auch noch witzig ist, oder was auch noch cool ist, was wir vielleicht auch noch machen können, zur Story gibt es wohl einen Modus, der heißt die Geister von Amazonien. Ihr werdet sehen, wenn wir gleich da sind. Das Team war wohl anscheinend schon mal dort, das Forschungsteam. Und es gibt wohl noch einen Modus, die Vorgeschichte ein bisschen erklärt, die dieser Vorgeschichte. Und das könnten wir vielleicht auch nochmal spielen, würde mich auch sehr interessieren. Je nachdem, wie das hier ankommen wird. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt endgültig rein und ich höre auf, hier euch voll zu labern. Achso, so, genau. Benutzer definiert. Tourist. Ein ruhiger Modus, unbefeindliche Angriffe im Dschungel und keine gefährlichen Tiere. Wir Spieler empfohlen, die sich auf Geschichte und Erforschen konzentrieren wollen. Oh, das ist auch sehr interessant. Nährstoffentzug aus. Ja, okay, das nimmt aber ein bisschen den Reiz weg. Jetzt verstehe ich auch, warum das der Touristmodus ist. Ein Spaziergang. Aber ich finde, wir gehen in den Dschungelkönig. Fand ich die Stämme an. Erhöht. Geht sämtlicher Spiel verloren. Spiel schon wieder. Okay, grüne Hölle ist wohl, wenn man stirbt, dann geht der Fortschritt verloren, das machen wir nicht. Das ist dann so ein Iron-Modus mäßig, glaube ich, aus anderen Spielen kennt man das als Iron-Man-Modus, ne? Nur, man kann nicht speichern, wenn man tot ist, ist man tot, denn der Spielstand wird gelöscht. Deswegen machen wir, glaube ich, Dschungelkönig, ne? Einfach damit wir nicht nochmal direkt von vorne anfangen müssen, wenn wir irgendwie irgendwann sterben, was hoffentlich nicht vorkommen wird. Aber es wäre schade drum. Weil wir wollen ja die Geschichte auch zusammen entdecken, ne? Beziehungsweise erleben. Oder bin ich blöd? Warte mal. Nee, der Unterschied zwischen Schuld und grüne Hölle ist nur, dass man nach dem Tod geht sämtlicher Fortschritt verloren. Gut, dann gehen wir rein in den Dschungelkönig. So, was gibt's noch zu sagen während der Ladezeit? Womit kann ich unterhalten? Genau, eine Sache noch. Ich habe ja mehrere Projekte eigentlich geplant. Wer mich kennt, weiß, ich habe irgendwie 20, 30 Projekte eigentlich geplant, die ich mal machen wollte. Damit ich YouTube ein bisschen ausprobieren, solange ich bei Twitch die Probleme habe und ich auf Twitch nicht streamen kann. Weil die Bitrate einfach nicht funktioniert, ich habe dauernd Lags im Stream, es macht keinen Spaß, sonst ist immer kein Mehrwert für mich nicht, für euch auch nicht. Und ja, ich habe mich jetzt für ein Singleplayer-Projekt entschieden. Und ja, gucken wir mal rein. Okay. I'm here. Hey! I made it! Is everything all right? Yeah! You can come up! You do know you have the walkie-talkie, right? So, sind wir jetzt auch schon im Game drinne? Genau, wir haben hier eine kleine, eine Begleitung. Wir sind nicht alleine. Wie gesagt, ein bisschen hatte ich schon gespielt gehabt. Wir müssen jetzt erstmal hier... Achso, ich muss T drücken. Die Maus funktioniert noch gar nicht. Okay. Genau, wir können hier mal irgendwelche Dialoge auswählen. You can come up. Just go ahead.
me to find something in my backpack. Alles klar, okay. Das müssen wir schon, haben wir schon die erste. Das machen wir dann. Ich wette, du würdest jetzt gerne Nickerchen machen und was genau. Ah, Nickerchen machen ist irgendwie so ein bisschen vorwürfig. Machen wir und was genau. What exactly? The gear should already be at the camp. You will know when the time comes. Patience. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. Mm-hmm. I know. Ja gut, alles klar. Also hier wird irgendwas rausgeholt, wo wir nicht wissen dürfen, was das ist. Schon mal sehr interessant. Das habe ich ganz vergessen gehabt. Genau, mit WASD kann man sich umsehen. Und erstmal muss ich euch zeigen, also ich bin ja riesiger, soll jetzt hier so viel Lava, aber guckt euch das mal an. Ich bin echt ein Fan von so einer Atmosphäre. Also das sieht echt schon mega aus hier. Auch die Vegetation und sowas. Richtig nice auf jeden Fall. So, den Stein schmeißen wir erstmal weg. Dann müssen wir wofür erstmal ein Lager finden. Ja, oben rechts steht das ja. Und die Loop freigeschaltet. Wir können also wieder funken. So. Oh, have you tied down the boat? Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. The place is beautiful. Still. Still, we can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabberwocka village. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Mm-hmm. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Ich glaube, wir sind Dr. Higgins, ne? Genau, was sie da gerade angesprochen hat, das ist das, was ich meinte. Und zwar gibt es wohl eine Vorgeschichte, die waren wohl halt schon mal hier. Und das würde ich dann auch gerne mal mit euch austesten, wenn das letzte hier gut ankommt und Nachfrage besteht. So, dann haben wir hier jetzt das Lager gefunden. Dann müssen wir jetzt so wahrscheinlich eine Meldung machen. Jo. Okay, I found the tent. Is everything all right? Na klar, ist alles in Ordnung. Das schon, nicht gerade ein Fünf. Ah. The camp looks impressive. They put up a tent for us. Looks like everything's ready. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Okay, das war schon der erste Tag. Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe you should... Maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Sind wieder für ein Stimmungszerstörer. Manches Essen und erstmal ganz, ganz frech. Ohne aus der Dose geantwortet. Na egal. Auf jeden Fall, genau, ich hatte ganz vergessen, dass das ja unsere Freundin ist. Das bringt nochmal ganz viel Dramatik später rein. Genau, ich wollte mir jetzt mal das Lager erstmal hier angucken. Wir haben hier ein paar Notizen. Was haben wir denn hier? Rainforest Mammals. Das sind doch, glaube ich, Gürteltiere, oder? Armadillo? Capybara? Tapir? Wenn ich das durchlesen wollte, könnt ihr mal auf Pause drücken. Ich überfliege das hier nochmal alles. Will hier ein bisschen... Ach, wir haben ja eine deutsche Übersetzung. Ist ja cool. Tiere des Regenwalds, harmlos, hinter all den Gefahren verbirgt sich so viel Schönheit in diesem Dschungel. Viele kleine Säugetiere dienen den Eingeborenen als Nahrungsquelle. Da sie reich an Proteinen und Fetten sind, stellen sie die perfekte Ergänzung zu Früchten und Gemüse dar. Alles klar. Das halten wir ja schon mal im Hinterkopf. Dann haben wir auch noch eine Notiz. Was haben wir hier Schönes? Dart Frog. Giftiger Frosch. Dann machen wir die deutsche Übersetzung.
Dank des Kambo-Rituals ist die tödlichste Amphibie auf diesem Planeten für die Einheimischen absolut gefährlich. Dank des Kambo-Rituals. Er ist. Südafrikanische Stämme ziehen einem lebendigen Frosch sein Gift und durchstechen die verbrannte Haut von Kindern mit kleinen Giftdosen, bis sie immun gegen das Gift sind. Okay. Ach so, ich habe mich verlesen. Hier steht, dank des Kambo-Rituals ist die tödlichste Amphibie auf diesem Planeten für die Einheimischen absolut ungefährlich, nicht gefährlich. Das ist ja interessant. Vor allen Dingen, ich habe mich ein bisschen, also das ist sinnvoll, reale Fakten, also wir werden hier uns hier mit dem Ureinwohnervolk ein bisschen auseinandersetzen. Und das ist alles irgendwie nicht aus den Haaren gegriffen, sondern es ist alles, so viel ich verstanden habe, Real Talk. Also ich nehme auch mal an, dass das auch hier in der Realität irgendein bestimmtes Stamm gemacht, irgendein bestimmter südamerikanischer Stamm gemacht hat. Je nachdem, welchen das nachempfunden ist. Werde ich vielleicht nachher mal googeln und mir das mal raussuchen. Auf jeden Fall aber sehr, auch sehr interessant. Aber ich will es auch nicht zu viel schnacken. Aber das hat sich keiner ausgedacht, sondern das ist damals wirklich so gewesen. So, aha, Yabahuka-Volk, lesen. So, die Yabahuka, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, leben tief im Amazonas-Regenwald und gelten als einer der 80 verborgenen Stämme dort. Sie fürchten die moderne, grausame Welt und leben daher sehr isoliert. Wenn sie uns willkommen heißen, sind das Schlüssel und der einzige Hinweis darauf, wieso wir hier sind. Okay. Ja, also wir sind anscheinend wegen irgendwas hier. Und wie gesagt, die Story ist halt sehr, sehr interessant. Haben mir sehr, sehr viele empfohlen, dass ich das mal durchspielen sollte. Und das Reizende auch, ich wiederhole mich zwar nochmal, aber ist halt wirklich, dass das hier wirklich alles realem Ereignissen nachempfunden. Es gab ja damals ja wirklich so ein Szenario, wo dann ja, die moderne Welt auf die Einheimischen gestoßen ist und dann kam das erste Mal in Kontakt mit ganz normalen Krankheiten wie Erkältung und sowas, was sie alle damals da gar nicht kannten und sind irgendwie in solchen Sachen teilweise gestorben. Dachten dann, oh mein Gott, das ist der Teufel, bla bla und sowas. Sehr spannend auf jeden Fall. Sagen wir hier nochmal. Der verschollene Stamm. Das hier ist ihr Land, ihr Erbe, so wie sie schon seit tausenden von Jahren. Jeder, der hierher kommt, muss das respektieren. Ja, ist völlig auch korrekt. Es ist 3 Jahre her, dass wir sie zuletzt gesehen haben. Oft reagieren sie mit Furcht auf das Unbekannte. Es ist verrückt, aber wir brauchen dringend ihre Hilfe. Unser ganzer Plan hängt davon ab. Gespannt, warum die denn die Hilfe von denen brauchen, was hier passiert ist. So, dann gucken wir noch einmal, was hier am Start ist. Wir haben ja noch mal ein Poster. Huch. Mittlere Schicht, Blattwerk, Strauchschicht, Unterholz. Okay. Interessant. So. So, wir sollten Holz besorgen, ne? Dann würde ich sagen, machen wir das. Oh, hier haben wir eine Machete. Die nehmen wir direkt mal mit. Das ist sehr, sehr gut. Da können wir schon mal Lianen einsammeln. So, wähle einen Ort für ein kleines Feuer. Ich würde sagen, das Feuer machen wir dann hier, ne? Ach, guck mal, hier ist noch eine Machete. Sehr nice. Gut. So. Genau. Ich habe übrigens ja schon mal gezockt gehabt. Also ich weiß, was jetzt zu tun ist. Ich weiß noch beim ersten Mal, da wusste ich nicht so, hey, ich muss jetzt einen Ort für das kleine Feuer wählen. Bisschen unglücklich das Quest-Ding gemacht. Erstmal gucken wir ins Tagebuch rein. So, genau. Wir müssen erstmal ein kleines Feuer machen. Dafür brauchen wir 6 kleine Stöcke. 8 Stöcke. Feuer kann unerwünscht... Kann unerwünschte Aufmerksamkeit anziehen. Wichtig, wichtig. Ja, müssen wir uns merken. Dann haben wir hier 2 neue Sachen. Mengenelemente, Wirkung, senkt maximale Kult. Genau. Das ist auch, was auch sehr cool ist, wir müssen nicht einfach nur Nahrung essen, sondern wir haben 3 verschiedene Energiequellen. Das sind einmal Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette, also so auf ihrem echten Leben. Ne? Und dann brauchen wir noch Wasser und dann müssen wir auch ein bisschen... unsere Energiequellen, also wir müssen ein bisschen hauswirtschaften. Ich habe jetzt, weiß jetzt nicht den Begriff dafür, aber wir müssen halt ein bisschen hauswirtschaften, dass wir alle 3 Energieformen zu uns nehmen. Nicht nur ausschließlich Fett oder sowas, sonst glaube ich, kann man krank werden und so ein Zeug.
Sehr tiefgründig, gefällt mir sehr. So, jetzt werden wir erstmal hier ein bisschen Holz hacken. Mal hier diesen Baum hier. Ich glaube, mit der Machete Holz hacken. Ja doch, das funktioniert. Normalerweise ist ja so eine Machete eher dafür gedacht, um Gestrüpp und sowas im Dschungel wegzuhauen. Was kann ich, ob sich auch in Real Life eine Machete gut dafür eignet, einen Baum zu hacken? So einen fetten Baum wird auf jeden Fall nicht gehen, aber ich glaube, so einen kleinen Baum, warum nicht? Machen wir so einen Holzscheit. Auf. So. Gehen schon mal hier drüben hin. So können wir den fallen lassen. Ja. Achso, nee, warte mal. Warte mal, ich bin echt gerade lost, Entschuldigung. Also wir brauchen für das Feuer... Moment, wo war das? Hier, kleine Stöcke, also 8 Stöcke, 8 normale Stöcke. So, nehmen wir uns jetzt mal. So, 3. Ach, wir können schon Wasser trinken, sehr gut. Wasserquelle hier schon mal, 4. 5. Sechs. Sieben. Den hier will ich noch haben. Na, da komme ich jetzt nicht an, muss ich den aufheben. Wow, perfekt. Und 8. So, können wir den vielleicht noch klein machen, den Stock hier? Sammeln war das, genau so. Wenn wir den sammeln, dann wird er nochmal zerkleinert. So. Ich glaube, hier können wir auch nochmal sammeln. Zerstören, nee, sammeln. Ich glaube, dann machen wir daraus kleine Stöcke. Und wir haben ein Feuerbrett, okay. Ach ja, genau, wir haben nochmal ein schönes Inventar hier. Finde ich, sieht auch sehr, sehr nice aus. Genau, dann würde ich hier gerne, wenn wir hier auf Sammeln machen, kriegen wir nochmal kleine Stöcke raus. Genau. Aus einem Stock kriegt man immer 2 kleinere, meine ich. So. Dann müsste ich jetzt, glaube ich, genug Ressourcen haben. Halte C gedrückt. Ah genau, müsste ich jetzt hier herstellen. Ja, nochmal, wie kann ich denn jetzt, kann ich denn jetzt ein kleines Feuer, wie kann ich jetzt noch ein kleiner Stock 6, Stock 8. Okay. Ah, okay, ich muss das aus dem Inventar herausbauen, verstehe. So, und stellen wir es mal her. Seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Klar, haben wir alles mitgebracht, oder? Yeah, everything the porters left. Klar. Why? Is anything missing? I'm not sure yet. But it feels that way. Well, looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Gut abgelenkt vom Remember Thema. When I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Ach, jetzt haben wir kein Feuerzeug oder don't was? Tell me. Yeah, okay, perfekt. We have no fire. Gut vorbereitet auf jeden Fall. Not a single lighter, nor box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. Was für Feuerzeug oder Streichhölzer, Alter. Jeder, der schon mal Survivalen war, weiß, dass Feuerzeug nicht so geil ist. Es wird gerne mal nass, wenn der Feuer schon kaputt geht, wenn du so komisch drehst. Ist nicht so geil. Vor allem in der Wildnis, wenn du viel Wind hast und so, damit kriegst du ganz, ganz scheiße Sachen an. Feuerstahl ist das einzig wahre, Leute. Feuerstahl. Was für ein Feuerzeug oder Streichholz. So, jetzt müssen wir das Ding hier über Zimmer ankriegen. Ich habe ja vergessen, wie das ging. Wir brauchen einen Handbohrer. So, Feuerbrett habe ich gerade gefunden. Feuerbrett. Wir brauchen einen Stock und ein Feuerbrett. Das haben wir ja wohl. So. Dann bauen wir mal so einen Handbohrer. Warte mal, wie ging das nochmal? Den hier auf herstellen. So. Dann brauchen wir das Feuerbrett. Jetzt müssen wir hier auch nochmal voll reinfuchsen. Dann... Ah, wir haben gar keinen Stock mehr. Perfekt. Müssen wir nochmal einen Stock einsammeln. Mal hier alles auf Vorrat einsammeln.
auf Herstellen gehen. Und Stock. Ost. Brauchen wir einen kleinen Stock? Oh mein Gott. Die Stock oder Feuerbrett. Kleiner Stock. Ah, wir brauchen einen Stock oder entweder einen Stock oder ein Feuerbrett oder einen kleinen Stock. Gut, da brauche ich also einen kleinen Stock. Also ich war mal wieder lost, falsch gelesen. Perfekt, nicht nur in Wortona, sondern auch hier lost. Ich kenn's. So, sorry Leute. So, jetzt aber, jetzt haben wir es. So, herstellen. So. Feuerbrett. Einen kleinen Stock. Jetzt haben wir einen Handbohrer. Sehr gut. I need to find something dry. So, nutze ein Feuerzeug und Zunder, um Feuer zu machen. Alles klar. Handbohrer zählt hier auch als Feuerzeug. So, Glut erfüllen. Werkzeug benutzen, um Glut erstellen. Wie ging das denn noch? Ich glaube, ich muss. Handbohrer auswählen oder was? Benutzen. Genau, und dann packe ich jetzt hier das Vogelnest rein. Das ist unser Zunder quasi. Und zack, so geht es. Im Übrigen so mit der Hand, Alter. Würde man niemals schaffen, so ein Feuer anzukriegen. Mach hier ein bisschen Real Talk nebenbei. Oh, Mia! The fire is burning. Coming. Ah, okay. Give me a minute. How do you do it? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. Mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Oha, da ist jemand von der Gesellschaft abgefuckt. Kann das sein? Ich liebe dich, Mann. I love you. If I had known where my ambition would lead us, if I knew it would put you in danger, I wouldn't have written that damn book. Okay, er hat ein Buch geschrieben. Yeah. And if everyone had that attitude, there would be no scientific progress whatsoever. Don't blame yourself. There might still be time to reverse the whole thing. And I love you too, Cariño. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Oha, harter Tobak. Okay, wir haben anscheinend ein Buch geschrieben und anscheinend sind wir der Auslöser, warum sich die moderne Welt jetzt mit diesen Stämmen, mit diesen Stammes, mit diesen Ureinwohnerstämmen jetzt beschäftigt. Und ich schätze mal, dass er harte Schuldgefühle hat. Alles. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Dann noch nebenbei noch eine kleine Romanze hier. Sind ja anscheinend zusammen. Jetzt will sie sich, glaube ich, für uns opfern. Oder was heißt für uns opfern? Aber das irgendwie wieder teilweise gerade biegen. Zumindest hört sich so für mich an. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen, meine Freunde. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, würde ich mich freuen, wenn ihr zum nächsten Teil auch wieder einschalten würdet. Denn wir machen jetzt hier einen kleinen Cut. Ne, ich will die Folgen immer so ungefähr eine halbe Stunde maximal eine halbe Stunde gehen lassen, dass man sich immer entspannt mal geben kann und man nicht immer so eine 2-Stunden, 1-Stunden-Session zu machen. Finde ich selber auch immer sehr unentspannt zum Gucken. Und ja, wenn ihr noch Bocken weiter gucken wollt, haut direkt
weiter ins nächste Video, dort sehen wir uns wieder. Dann gucken wir, wie es hier weitergeht mit den Ureinwohnern hier und was hier passiert ist. Also dann, Kuss und so, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.